Ey Leute, was geht ab? Hier ist Jimmy Jojo, euer Mann für die gewissen Fälle. Hallo liebe Freunde des unendlich großen Hip-Hop-Universums. Willkommen zu einer weiteren Live-Reaction mit dem bekannten Flex 2000. Das bin ich. Ihr habt euch gewünscht von Ford, einer meiner Lieblingsartists von die Deutsche Land, Eisblüme. Wir reacten heute auf Eisblüme von Ford. Ihr habt mir geschrieben, es ist eine emotionale Geschichte, eine Frauen-Mann-Geschichte. Ich werde euch auch heute etwas erzählen, aber erstmal drippen wir in das Lied rein. Das ist ein Sample, das erkenne ich sofort. Das ist wahrscheinlich aus einem Anime. Oh, wow, stylische Auto, stylische Beat. Diese Melodie ist von Naruto. Das soll Gefühle auslösen bei Leuten, die emotionalisieren. Für mich persönlich, ich empfinde nichts dabei. Löst bei mir nichts aus. Die Frau im Video sieht einigermaßen okay aus. Was für eine hübsche Frau. Die wackelt mit der Hüfte? Etwas Unrealistisches habe ich nur selten in mein Leben gehört. Hab dich gefragt, ob du mit zu meinen Sternen kommst. Wie soll eine Frau mit zu den Sternen kommen? Was suchst du überhaupt bei den Sternen? Du würdest verbrennen in der Nähe eines verbrannten Planeten. Also das ist sehr unrealistisch. That is very emotional. Das berührt mich hart. Streich die Tage im Kalender durch und warte darauf, dass man... Nee, das macht keinen Sinn. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. Wie könnte ein Kartenhaus einstürzen wie eine Welt? Das macht aus der statischen Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Wow. Oh wow, mein Herz! Mein Herz! Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Dieser Mann ist ein echter Künstler. Er kann Gefühle in mir rausbringen, von denen ich dachte, diese Gefühle sind nicht mehr meine Körper. Na gut, er ist ein Misanthrop, aber warum ihn die Straße festhielt, das bleibt mir ein Rätsel. Wie kann die Straße eine Person festhalten? Ich hatte eine sehr hübsche Freundin, eine sehr hübsche Frau. Dieses Lied erinnert mich an sie, sie war auch blonde Haare. Wir hatten eine sehr schöne Zeit, bis sie einen großen Fehler gemacht hat. Ich will aber lieber auf das Lied reacten, nicht über mich soll gehen hier. Wow. Ihr zeigt die Emotion mit der Frau zusammen. Wir sind glücklich, wir sind eine Happy Paar. Ich war auch eine Happy Paar mit meiner Frau. Wir waren sehr happy. Wir sind gelaufen in die Plätze, alle haben gesagt, hey Jimmy, how are you? I'm fine, I've got my girl. Und da war eine andere Zeit, das war eine gefühlvolle Zeit. Aber danach hat eine große Fehler gemacht, diese Frau. Ich will nicht von dieser Frau reden. Das löst bei mir nichts aus. Keine Emotion. Die Reime sind sehr schwach. Das sind 3 bis 2 viersilbige Reime. Wie oft habe ich diese scheiß Tour kaputt geschlagen? Ich kann nicht mehr sehen. Alle Knochen waren kaputt. Ich baff, baff, baff. Du Hure! Komm raus! Diese Frau hat meine Schuhe ruiniert. Hat mich diese Frau. Aber diese Emotions, diese Fahrt ist eine wirklich nice Typ. Sorry für meine... emotionell Ausbruch. Sorry Leute, das ist nicht meine Art. Ich bin eine positive Guy. Scheiße, dieser Lied bringt komische Gefühle in mir rein. Ja, jetzt wird's mir ein bisschen zu Freddy Krüger mäßig. Träume, Heimsuche und alles bewegt sich in Zeitlupe. Das ist mir alles zu kitschig. Das ist nicht meine Art von Musik. Das hat auch mit Hip-Hop nichts zu tun. Hip-Hop hat nichts mit Love-Songs zu tun, sondern mit Leidenschaft, Graffiti sprühen, Pfandflaschen sammeln. Ja, ehrlich, ich hatte immer die Nase voll. Ich kam von Arbeit. Ah, hast du Geld? Hast du Schuhe? Hast du mich? Es tut mir leid. Jimmy Jojo steht für positive Energie. Aber dieses Lied hat meinen Kopf zurück in die Zeit von Kentucky gebracht. Ich hatte eine schöne Frau. Sie hat immer gesagt, hast du was? Was ist Arbeit? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich schreien oder lachen soll, ey. Diese Frau hat meinen Kopf ruiniert. Die hat mich wirtschaftlich ruiniert. Die hat mich finanziell ruiniert. Ach, hör auf, ey. Nee. Da muss ich an dieser Stelle auch anmerken, ich bin raus bei dem Lied. Ich überlasse das den wirklich anderen Leuten, die sollen darauf reacten. Das ist nichts für Flex 2000. Zu wenige Silben, zu wenige Metaphern, zu wenige Vergleiche, zu wenig Hip-Hop, zu viel Liebe, zu viel Samples. Aber ich war nicht so korrekt wie Fahrt. Ich habe diese Frau einmal, ich kam nach Hause, es war spät in der Nacht, ich war viel arbeiten, ich habe Autos repariert in Kentucky. Ich höre von draußen. Ich denke vielleicht, meine Hunde, Dog Argentino in den Garten hat ein Schwein gefressen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich komme rein mit positiver Energie. Diese Frau hat mich betrügt. Mit meinem Freund, Jimmy Jello Watzo. Jimmy Jelly Watson war in meinem Haus, während ich arbeiten war und hat es meiner Frau besorgt. Ich habe ihren Kopf kaputt gemacht und ich habe ihren Kopf zu Kalepochi gemacht. Es tut mir leid, ich kam vor die Gericht von die Kentucky, ich kam frei. Weil die haben gesagt, das ist
Okay, was du gemacht hast in Kentucky. Wenn eine Frau so macht, du machst ihren Kopf kaputt. Wow, dieser Fort hat alte Gefühle in mir hochgeholt. Leute, sorry. An dieser Stelle großes Sorry für meine Fans da draußen. Ich bin nicht so ein Typ. Ich bin positive Energie. Jimmy Jojo, komm, einmal für die Leute, zeig deinen positiven Style. Man hätte das auf das Wesentliche konzentrieren können. Man hätte zwei Personen zeigen können, die am Esstisch sitzen und die Sache miteinander ausdiskutieren. So wie ich das kenne. Sachlich und argumentativ. Das ist mir einfach zu primitiv. Das ist emotional, das ist nicht mein Ding. Ich bin raus, Flex 2000. Aber die kam nach Hause, ich war nicht mal in Tür drin. Hast du was für mich? Hast du Geld? Hast du Schuhe? Ich war ein armer Schlucker, ich hatte nur eine kleine Mechaniker. Wo hast du Schuhe? Schuhe, ich hatte selber keine Schuhe. Sei gefühlt, dass ich immer ein Heim suche. Alles ist Zeitlupe. Die Hure hat mich betrogen. Hat mich belogen. Ey yo Leute, Jimmy Jojo. Auf jeden Fall von Kentucky mit Flow Flow. Ho ho, yo yo. Eine kleine Fazit bei diesem Lied. Lasst euch nicht auf die falsche Frau ein. Sie kann euer Gehirn kaputt machen. Du kommst nach Hause, du ahnst nichts Böses. Du siehst deine beste Freund mit deiner Frau. Ich sag euch nur eine Sache. Wenn ihr Gefühle für eine Frau habt, zeigt niemals diese Gefühle. Geht zu einer Prostituierte. In diesem Sinne, euer Jimmy Jojo. Bis bald Leute. Peace.